In einer weit entfernten Region, tief im Herzen der Pokémon-Welt, erhoben sich die majestätischen Hügel des Kackental. Hier lebten viele ungewöhnliche Pokémon, aber zwei von ihnen waren besonders berüchtigt. Pupifurz Pups und das mächtige Pipikakschuh. Beide hatten sich geschworen, in einem epischen Duell zu entscheiden, wer der wahre Champion des Kackentals war. Pupifurz Pups trat auf die Lichtung, seine Augen funkelten entschlossen. Pupifurz Pups, Pupifurz Pups, rief es herausfordernd. Aus den Schatten trat Pipikakschuh, ein majestätisches Wesen mit einem selbstsicheren Ausdruck. Pipikakschuh, Pipikakschuh, antwortete es. Die Atmosphäre knisterte vor Spannung. Ohne weiteres Zögern setzte Pupifurz Pups seine erste Attacke ein. Küsschen! Es blies einen liebevollen Kuss in Richtung Pipikakschuh, der jedoch geschickt auswich und mit ekelhaft konterte. Ein ekelhafter Geruch verbreitete sich in der Luft und ließ Pupifurz Pups würgen. Pupifurz Pups, brüllte es und setzte Kottknacker ein. Ein gewaltiger Hieb traf Pipikakschuh, das sich jedoch schnell wieder aufrappelte und mit Brisenfurz konterte. Ein kräftiger Windstoß, begleitet von einem üblen Gestank, fegte über die Lichtung und riss Pupifurz Pups von den Beinen. Pupifurz Pups schrie es vor Wut und setzte Schlumpfkrampf ein. Kleine blaue Blitze zuckten aus seinen Pfoten und trafen Pipikakschuh, das vor Schmerz zusammenzuckte. Pipikakschuh, Pipikakschuh, Kakschuh, rief das mächtige Pokémon und antwortete mit Eiertorte. Eine gigantische, schleimige Torte flog durch die Luft und traf Pupifurz Pups direkt ins Gesicht. Völlig außer sich vor Zorn schrie Pupifurz Pups Pupifurz Pups und setzte die verheerende Attacke Hodenquetscher ein. Ein schmerzhafter Schlag traf Pipikakschuh über, das vor Schmerz aufschrie und taumelte. Doch Pipikakschuh war noch nicht besiegt. Es holte tief Luft und rief Pipikakschuh, um die Attacke Sackkneifer einzusetzen. Ein schneller, gemeiner Schlag traf Pupifurz Pups und ließ es zurückweichen. Die beiden Pokémon keuchten schwer, doch Pupifurz Pups gab nicht auf. Mit allerletzter Kraft rief es Pupifurz Pups und setzte Taumeltiefschiss ein. Ein wilder, unkontrollierter Angriff, der Pipikakschuh von den Füßen riss und es in eine tiefe Grube schleuderte. Erschöpft, aber siegreich stand Pupifurz Pups da und rief triumphierend Pupifurz Pups. Es hatte das Duell gewonnen und das mächtige Pipikakschuh besiegt. Die Bewohner des Kackentals jubelten, während die beiden Kontrahenten sich respektvoll anblickten. Die epische Schlacht zwischen Pupifurz Pups und Pipikakschuh war vorbei und obwohl ihre Dialoge niemand wirklich verstehen konnte, war eines klar, dies war ein Kampf, den das Kackental nie vergessen würde.